Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Noobie Duty. Hörst du dich eigentlich selbst über die Kopfhörer? Nein, ich höre mich nicht, aber du hörst dich auch nicht. Ja, das ist doch mal, du hörst den Sound, ne? Den Sound höre ich, ja. Ja, ihr müsst entschuldigen, wir haben so ein bisschen technische Konfigurationen, Finessen, wie man das auch nennen will, gerade getätigt. Allein schon, bis wir diese scheiß Webcam so ein bisschen ausgerichtet hatten, dass man unsere beiden fetten Faces darauf sieht. Du siehst wunderschön aus. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Projekt von uns, und zwar Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben dieses Game uns vor kurzem besorgt. Ich muss sagen, ich war so geflasht davon und war irgendwie ein bisschen verwirrt, dass wir damals echt zu blöd waren, uns dieses Spiel zu besorgen für die PS3, weil das ist echt mega geil. Ja, und das ist auch so gesehen das erste Spiel, was Mugen und ich, also das erste Rollenspiel, was Mugen und ich überhaupt gespielt haben. Und wir waren sofort fasziniert, sofort begeistert. Ja, absolut. Ja, und wir waren so fasziniert davon, dass wir uns gesagt haben, yo, das müssen wir als Let's Play machen. Alles klar, dann Insta bei auf Steam, direkt mit allen Add-ons, die es dafür gab. Und wir würden euch jetzt ganz gerne mitnehmen. Dann mache ich jetzt erstmal hier den Sound aus. Also das wird ein bisschen tricky, schätze ich mal, weil wir das zum ersten machen mit dem Open Broadcaster. Haben wir vorher noch nie gemacht. So, Skyrim Sound habe ich angemacht. Dann wechsle ich direkt mal die Szene. Nicht wundern, wir werden etwas kleiner. Oh, und da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder, aber jetzt, das ist komisch mit dem Raustappen bei Skyrim. So. Genau, da sind wir drin. Wunderschönes Bild hier. Toll. Du hast die Zeit schon genommen? Hast du die Zeit schon gestoppt, oder? Noch nicht. Ja, dann kannst du jetzt mal starten. Das Intro ist ja relativ bums jetzt. Ich meine, es ist eröffnungsvoll gut. Dann fangen wir direkt mal mit dem neuen Spielstand an, würde ich sagen. Ich muss mich generell erstmal auch dann wieder dran gewöhnen, jetzt mit dem mit Tastatur und Maus zu spielen. Aber obwohl, wie gesagt, vorher war es halt nur Konsole. Ja. Es ist schon eine gewisse Umstellung. Für alle, die sich wundern, also die das Spiel kennen und sich jetzt wundern, weshalb die Grafik und manche Sachen vielleicht ein bisschen anders aussehen. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgemotzt mit ein bisschen Mods von, wie ist es? Nexus Mods? Nexus Mods. Genau. Und einfach um noch ein besseres Spielfeeling zu bekommen, wir haben eine Mod für eine schönere, detailliertere Nacht, also einen schöneren Nachthimmel. Beispielsweise 2K-Grafik. Mhm. Also schon ganz nice. Ja, dann will ich euch jetzt mal das Intro nicht ganz vorenthalten und werde so lange mal meine Fresse halten. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Ja, das klingt nach uns. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Stauze! Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollen.
Alter, hör doch mal auf, so abzusacken. Das ist voll schwierig, mit der Kamera drauf zu sein. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Wo ist er denn? Da hinten, glaube ich. Ach, Nibella, Kynaret, Arkadosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Ja, also das da hinten ist nicht Tullius. Nee, nee, der Tullius, der... Ja, der sieht auch anders aus, wesentlich älter und ranziger. Und kaiserlicher. Ja, das da hinten ist ja Hatwa, der ist ja auch kaiserlicher. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren baut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Tja. Ja, Papa? Was du da hinten? Ja, warum denn wohl? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ey, selbst der Dub hat mehr Brain als du. Immer diese Diebe von damals, keine Bildung, ne? Das ist unfassbar. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Winterhelm. Check. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Alter, komm zurück. Wo ist der da? Junge! Hä? Ja, so wieder. Was hast du hinter mir gemacht? Ich habe jetzt so ein bisschen... Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Das ist eine blöde Idee. Putz! nee, heute mal nicht. Ja, das sieht schon mal am Anfang des Games ziemlich scheiße aus. Gut, wir sind in der Charaktererstellung. Wir haben uns von vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir unseren Char so gestalten wollen. Genau. Also wir waren ja dabei verblieben, wir machen erstmal einen Khajiit. Richtig. So. Das hier. Der Grund, weshalb wir uns jetzt halt für die Charaktere auch schon so ein bisschen entschieden haben, ist, weil die verschiedene Startboni kriegen. Und wir wollen uns so ein bisschen auf Schleichen, Bogenschießen und Einhandkampf konzentrieren. Da hat der Khajiit eigentlich alles mit dabei. Yep. Deswegen entscheiden wir uns für den. Gehen wir mal weiter. So, Rasse, Körper. Geschlecht ist richtig. Ja, Vorwurf brauchen wir nicht. Hautfarbe. Da kann man auch ein bisschen... Was hast du denn so, was dich so interessieren würde? Na, so ein Mittelding wird eigentlich Mittelding? Was haben wir denn da? Sehe ich eigentlich nicht so einen großartigen Unterschied, ne? Zu was haben wir denn eigentlich ganz links rum hier? Junge, ganz links Alter! Scheint wohl ganz links so. Ah, ne. Das ist Eminem. Und 50 Cent. So ein Mittelding, sagst du, das wäre. Ah, vielleicht noch einen nach links. So ein Rotton, Rotbraunton. Sieht ganz nice aus eigentlich. Also Gewicht. Wir können uns jetzt nicht einstellen, ob wir Rainer Kallmund sind oder was weiß ich, Lindsay Lohan, sondern das ist mehr oder weniger einfach nur die Muskelmasse. Ich würde es nicht zu massiv machen, weil wir immerhin so einen halbwegs agilen Dieb. Was hältst du davon so? Mhm. Ja, das sieht nice aus, finde ich auch. Okay, dreh dich mal wieder, dreh dich. Ja, sehr schön. So, machen wir weiter mit dem Kopf. Gesichtsfarbe, was haben wir? Achso, das ist wieder Kriegsbemalung, ne, glaube ich. Dude! Kann ich... Na, passiert wohl überhaupt nichts beim Kaji? Ach nee, ich kann nur die maximale auswählen. Ah, okay. Entweder heller oder... Brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Würde ich so lassen. So Schmutz brauchen wir eigentlich auch nicht. Schmutzfarbe. Jetzt irgendwelche Narben haben oder Kriegsbemalung oder. Ja, vielleicht die eine oder andere Narbe. Narbe? Was haben wir denn da hier so? Hier haben wir aber ein T-Shirt gekämpft. Also so bombastisch sieht das jetzt nicht aus, finde ich. Naja, irgendwie nicht. Das ist so das Einzige, was mir so ein bisschen momentan gefällt, aber. Na, lassen wir mal. Nee, lassen wir mal ohne Malung. Kriegsbemalung, was haben wir denn da Schönes? Das ist quasi auch schon fast unser Fellmuster, was wir einstellen können bei den Khajiit. Ah, das schöner Deja. Das finde ich sehr nice. Ja. Ich sag. Irgendwie Farbwunsch oder so?
Das Farben. Schwarz sieht schon mal nicht sehr schlecht aus. Das ist aber noch okay, das ist jetzt weißlich. Auf weiß. Weiß sieht sehr geil aus, finde ich. Ja, lass mal weiß nehmen. Das ist cool. So, Gesicht. Jetzt können wir die Nase können wir verändern. Die Fresse doch ein bisschen. Soweit. So, ja, gut. Checken wir wieder, was es so gibt. Okay, das ist doch eher von der Front, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool bisher. Mhm. Ist das wirklich kalt? Oder das? Oder das, ja. Was, wie sieht man das von der Vorderansicht aus? Ach du Scheiße, was ein Zinken, ey. Na gut, das ist Katzenvolk, ne? Obwohl. Ja, von vorne siehst du nicht viel in Veränderung. Da gefällt mir das doch eher besser, muss ich sagen. Mhm. So, nochmal von der Seitenansicht. Ja. Es hat eher sowas. Das ist so typisch Marke Hauskatze, was wir auch kennen, ne? Wie wir behaupten. Der Hauskajit. So Nasenhöhe, Länge, finde ich, kann man lassen. Beziehungsweise hat ein Kieferbreite oder so noch verändern. Finde ich nicht. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt, ne? Was haben wir da noch? Wangenknochenhöhe. Ach du Scheiße. Wangenfarbe. Das ist das hier, was sich ändert. Obwohl ich da sagen muss, ich finde unser Standard-Sample eigentlich ganz gut. Und wenn du es mal schwarz machst? Stimmt. So, das so, ist... Mal kurz von den Seiten angucken. Das ist das dunkelste Schwarz, was wir machen können. Obwohl, ja, das verschmilzt sehr schön hier auch mit den Seiten. Ja. Also, nicht wundern, aber so bei Charaktererstellung sind wir sehr penibel. Das ist so ein bisschen ästhetische Scheiße bei uns. Ich weiß auch, Lachfalten. Lacht eine Katze? Ich weiß nein. No. Soll ich vorstellen, Grumpy Khajiit. Ja, der Khajiit ist innocent auf dieses everything. Kinnfarbe, können wir nochmal gucken. Nasenfarbe, warte mal. Das ist so ziemlich komplett. Obwohl, ich finde den dunkleren Ton eigentlich gar nicht mal so schlecht, seitdem er ist. Noch mehr weiß. Ich finde das nicht schlecht, weil es hier zu den Seiten passt. Dann nehmen wir mal das. Da kommt ja auch die Bemalung sehr gut hervor, die Augen auch. Okay. Junge, ich wollte nur drunter scrollen. Alter. Was haben wir denn? Alter. Also, Christian und Maus nicht unbedingt so bombastisch. Ja genau, dass wir noch einen Bart haben oder was. Mr. Bart, Fratze. Halsfarbe. Alter, was man hier alles verändern kann. Ja, das ist geil, das ist geil. Haben wir ja, den Weißton, der passt. Bombastisch. Stirnfarbe, was haben wir da? Ja, okay, wenn wir das zu sehr verändern, das beißt sich, aber ich suche nochmal den dunklen Ton. Das finde ich ganz geil, das passt gut. So, Augen. Natürlich wichtig, weil Charakterform und so, ne? Oh! Ja, nice! Wollen wir so ein bisschen Akro-Cat machen? Jo. Ja, komm! Augenfarbe. Also das, da finde ich die Pupillenform auf jeden Fall schon mal ganz geil. Mhm. Hast du irgendwie so einen Farbwunsch? Das Rötlich sieht ganz cool aus. Ja. Was haben wir noch zum Schluss? So ein Gelblich. Nee, ich würde das Rötlich lassen, ja. So in dem... Würde ich auch. Das sieht optimal aus. Augenhöhe, Augenbreite, Augentiefe finde ich soweit okay. Lidstrichfarbe, Alter, wir haben männlichen gemacht. Wir haben keinen... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt mit den Augen und so sieht es doch ein bisschen aus, als würde er grinsen, so ganz leicht. Das macht bei Katzen, wenn du mal drauf geachtet hast, das ist genauso wie bei Pferden, die haben so eine komische Mundgrundhaltung, sag ich mal. Deswegen mag ich auch Katzen und Hunde. Bam. Katzen und Pferde wesentlich lieber als Hunde. Die sehen eigentlich ständig aus, als würden sie lächeln. So, Braue... Okay, da habt ihr viel Braue, was ihr absuchen könnt, weil haarig. Der Urmensch sozusagen. Mundform ist auch so okay. Haare kann man auch noch machen. Willst du Haare oder haarlos? Ja, mal gucken, was ist du da so alles. Also, schon fast hier Witcher. Der Geralt. Geralt, ja. Ah, schön mit Ohrringen. Ist das schade, dass man den nicht noch weiter drehen kann, ne? Aber... Ja, vielleicht von der anderen Seite. Also ich habe genauso viel, aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde das, die Sache mit den Ringen finde ich ziemlich cool. Ja, das macht was her. Bart braucht man nicht, aber da Haarfarbe kann man nochmal gucken, was so ein bisschen... Weiß würde auf jeden Fall passen. So komplett weiß, das ist sowas.
Ich finde, also ich würde es eher so in Richtung Fellfarbe, also leicht und unterschiedlich. Fellfarbe. Das ist zu matt. Das passt mir auch nicht so ganz. Das ist. Sowas finde ich nicht schlecht. Oder das? Das verschmilzt eher mit der Fellfarbe, merken wir uns mal. Das ist zu extrem. Das ist zu dunkel. Nehmen wir das, würde ich sagen, oder? Das passt doch ganz nice. Ja, sieht doch ordentlich aus. So, dann sind wir soweit fertig. Wir möchten dem Charakter gerne einen Namen nehmen. Noob. Noob Khajiit, der Zweite. Ja, absolut. passt das hin, warte mal. Noob Khajiit, der Zweite. Soll ich? Wieso? Alles Mann. Klar. Läuft. Das muss ich noch sagen, bevor ich euch gleich wieder ins Intro entlasse, ohne zu nerven. Der Name wird hier äußerst selten gebraucht. Es ist vielmehr so eine Art Profiname, also wie man jetzt auch bei der PlayStation für ein Safe State oder so weiter verwenden würde. Ja. Ach, das ist aber lieb von dir. Was, wenn wir Nein sagen? Ich sag jetzt mal, also das passiert, wenn Frauen zu viel Macht bekommen, ja? Wir werden komplett unterdrückt. Also, da wird ja auch noch das Mann aus Emanzipation gestrichen. So, und der ranzige Kerl da vorne, der so ein bisschen aussieht wie Julius Caesar, das ist General Tullius. Nee. Finde ich auch. Gut gesprochen, wahre Worte, absolut. Was war das für ein Geräusch? Also das ist jetzt nicht der Kerl, der mit uns gerade auf der Kutsche saß, sondern das ist nochmal ein weiterer Soldat der Sturmmäntel. Ein Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und klar. Ja. Ja. Gut. Das ist so schnell gegangen. Justice! Wer hat den Garrett hergebracht? So eine Scheiße! Ich hab einen Namen, ja? Ich bin Noob Khajiit der Zweite, Junge. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ja, ist ja gut. Ja, du hast Spaß, ist mir klar. Willst du mal da liegen? Sehr bequem für Sterneblock, ja? War im Reiseführer bei Neckermann. Ich habe das Bild schon gesehen. Da, hier, guck. Absolut bombastisch. Hallo. Oh, oh. Ich würde es ja als überdimensionales, fliegendes, gefährliches Ding gutachten. Ja, so früh im Spiel schon direkt ein Drache. Wir sind erstmal... Gut. Also ich glaube, der ist wegen irgendwas angepisst. Ja, lass mich durch. Ich will doch mal den Drachen sehen. Man sieht den Drachen gerade nicht. Wo ist er? Ja, Scheiße! Ey, Alter, lass mich durch. Du Sack! Hallo. Ey, du Junge. Ich glaube, der Kerl hat ein Problem mit dir. Soll ich jetzt wirklich beim Ende entgegengucken? Er ist weg! Ich kann rein! Halleluja! Aber dieser scheiß Bastard! Hallo! Hallo! Ja, ja, Treppe. Sehr, sehr obvious. Ich hau hier mal ab. Oh Gott! Das ist. Also ich wollte ein Zimmer mit Heizung und so, aber das ist jetzt doch ein bisschen übertrieben.
Du meinst das, was brennt? Okay. Ja, ja, okay. Aua, aua. Das hat mir getut. Scheiße. Darunter. Also ich liebe ja so einsteigerfreundliche Tutorials, in denen man die Ruhe und die Zeit hat, um alles... Heilige Mutter Gottes. Du hast einen Pfeil im Kopf, ich glaube, ich folge dir mal. Alter, ohne Scheiß, das sieht so aus wie so ein schwieriger mit 40 Politiker. Ohne Spaß, ey. Wow. Ich habe einen Schatten gesehen. Ich soll bei der Wand bleiben. Au, ho, ho. Hallo. Ja. Ja. Kann ich dich looten? Nein, kann ich nicht. Oh. Alter, der tänzelt mich aus, der sagt. Was geht der für ein Laufweg? Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wem schließen wir uns denn an? Den Sturmmänteln oder den Kaiserlichen? Mhm. Weil das wird jetzt die Entscheidung, quasi der Vorentscheid sein. Natürlich kann man sich im Spiel noch unentscheiden, aber... Also ich würde mit den Sturmmännchen gehen. Ich finde die auch irgendwie sympathischer als die Kaiserlichen, da gebe ich dir schon recht. Also der wollte gerade noch was sagen. Sehr unhöflich von mir, habe ich gerade unterbrochen. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, das Bedürfnis. Nee, das Bedürfnis, meine Buchse zu wechseln. Oh, da liegt schon einer. Das ist ja. Wir sehen uns dann in Sorgen. Das war dein Bruder. Der ist gar nicht blond. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. So. Nee. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Die machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Messer nicht treffen kann. Ja, mach mal bitte. Hier. Danke. Du hast meine Fesseln gelöst, bevor das Messer erschienen ist. Das war... So, jetzt sieht man uns endlich mal. Ich liebe diese Ansicht wesentlich mehr, muss ich sagen. So, eine Kriegsaxt haben wir hier drin. Ja, ja. Erstmal alles nehmen. Noob Katsch der Zweite. So, das ist unsere... So, hier, die möchte ich... Fußlappen. Nee, danke. Das... Wo kann ich nochmal... Auf R kann ich ablegen. Alles klar. So, heißt diese Soldat ernsthaft Ganja? Gunja, denke ich eher, wird das ausgesprochen. Kann sein, aber Ganja finde ich gerade geiler. Wo geht's da lang? Versuchen wir es mal bei Ton. Wo geht's? Ja, hier sind wir ja reingekommen, stimmt ja. Das ist jetzt vielleicht keine schlaue Idee. Oha. Da scheint jemand... Schon direkt im Kampf, oder was? Yep. Alter, da hängt ein Banner genau in meiner Fresse. Hammer durch die Mitte durchgeschlitzt hier. So, ja. Die. Ah ne, das ist eine beschlagene Rüstung. Die haben. Wir wollen ja nichts mit den Kaiserlichen zu tun haben hier. Das ist ja. Wir gehören nicht. Obwohl, ich habe noch keine Armschienen, ne? Armschienen. Ich glaube, die nehme ich hier mit. Das Schwert ist sowieso eher meine Waffe. Dann werden wir mal ein Schwert ausrüsten und Armschienen. Haha, ein Schlüssel! Und ein Dolch, das ist nice, so. Ja, aber liebend gern mache ich das doch so. Tür ist geöffnet. Du gehst vor. Oh, 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 da sehe ich was. Cool. Was hab ich das? Hab doch gar nichts gemacht, du, ey, Alter. So eine Mimose, weißt du, überlebt gerade einen Drachenangriff oder... Hier ist nichts. Der ist das ist ja... Ja, was?
Apple. Nice. Ein bisschen Vitamine ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Du musst schon mehrere Vitamine essen. So, ich hab gesagt, du gehst vor. He-Man, ey. Bist du sicher, dass der Weg safe ist? Alter! Ich sag's doch! Hm. Oh. Da höre ich was. Bam! Stirb! Alter. Das war schon, ja, das war schon. Schnauze. Stirb! Junge. Der hat nichts von Interesse. Der auch nicht. Also der Grund, weshalb wir dich einfach alles looten, so Marke Gronk-Stil, ist einfach halt, weil... Hier in dem Spiel kannst du auch überlastet werden. Ja, genau. Wenn du erstmal überlastet bist, dann... F war das, ne? Genau. Das ist die größte Scheiße überhaupt, weil du kannst weder schnell reisen, noch rennen, noch irgendwas anderes machen. Salz habe ich mitgenommen, weil mehr Salz braucht die Kluft, das ist nice. So, da sehe ich doch noch Stühle. Der größte Feind von mir und allem anderen. Da liegt noch ein Stück Brot, ich will das Stück Brot haben. Man kann ja nie wissen, wann man mal irgendwie, weißt du, so morgens 9:30 in Sovngarde oder, nee, Helgen sind wir gerade, mal Mittag machen kann. Oder sich zwei Kanäle hängen. 1, 2. So, hier haben wir noch ein paar Säckchen. Äpfel, immer schön. Der ist leer. Ja, stimmt. Aber da sehe ich noch einen Heiltrank. Das ist nice. Und noch mehr Salz für die Kluft. Sehr nice. So, bitte wieder wechseln. Dankeschön. Ja. Hau rein. Ich bin immer hinter dir. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh, da kämpfen die Leute schon. Ich steil's ja auch. Ah, die Finisher bei Skyrim sind richtig nice. Auf jeden Fall. So. Der hat einen Streitkolben, das haben wir noch nicht. Ah, komm, nehmen wir mal mit. Was wir dann nicht gebrauchen können, können wir immer noch verkaufen. Nee. Der hat nix. Die Kollegen der Sturm. Ein Schild. Das ist nice. Das ist richtig nice. Der hat ein Eisenschwert. Ja, wir haben das Kaiserliche, das müsste mindestens genauso. Warte mal, ich guck nochmal nach. Oh, er ist sogar schlechter als unseres. Ja, yeah. Moment. Dude. Fellpanzerhandschuhe. Das ist besser als hier den Kack, den wir haben. Weil wir sind ja noch so ein bisschen verseucht von den kaiserlichen Gedöns. Dem entledigen wir uns mal direkt. Aha. So, warte, da. Und hier haben wir ein Buch. Das Buch vom Drachenblut. Gut, das ist jetzt, wenn du von einem Drachen angegriffen wirst, glaube ich, war so der schlechteste Zeitpunkt, um zu lesen. Also nehmen wir es uns einfach mit. Nee. Also wir haben das schon beim letzten PS3-Spielstand so gemacht. Ich würde... Kann ich nicht bei den Zuschauern was sagen, du Arschgesicht? Wir werden das genauso machen wie da. Okay, so, Maus, W und was hast du gesagt? A und D. Okay, alles klar. Okay, A und D. Ich muss jetzt mal ganz kurz. So viel langsamer ist das auch nicht. Okay. Na gut. Das war ein Luckshot. So, Da ist ein Magier auf also Gold ist Geld. Gut. Oh. Zaubersprüche. Nice. Logica, was hast du? So, der noch mehr Gold. Das ist gut. Das nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mal mit. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, warum wir gerade, obwohl wir keinen Magier machen wollen, uns das mitgenommen haben. Also diese Sachen, das kann euch... Da im Raum, war da noch was? Wo? Dort hier. Hier Raum. In diesem Raum? Genau. Ich glaube nicht, aber du kannst aber gerade den Zuschauern so ein bisschen erklären, weshalb wir... uns diese Magier-Sachen mitgenommen haben. Ja, hier in Skyrim gibt es nämlich eine super Möglichkeit, an Gold ranzukommen und auch gleichzeitig sein Level ein bisschen auch, zu verbessern. Und dafür brauchen wir einen bestimmten Zauber. Nice. Und
jede Menge Eisenerz. Oh ja. Jede Menge Eisenerz. Mal gucken, ob wir das auch direkt so im Let's Play in den Folgen drin lassen, ob wir das vorspulen oder wie auch immer, aber ihr werdet das alles sehen. Bei manchen Missionen vielleicht die Beschaffung vom Eisenerz und mindestens einmal auch so das Schmiedeprozesszeug, damit die Leute gesehen haben, wie das so aussieht. Und dann halt sonst mal mit der Rest offscreen, würde ich so einfach so sagen, weil es nimmt sehr viel Zeit weg und ich will euch natürlich auch nicht langweilen mit 2 Stunden jemanden zuzugucken, wie ihr die ganze Zeit den Sam Spell. Jetzt das geilste in Skyrim, hier seht ihr ein Skelett. Man sagt, das letzte hat keine Taschen, er hat Gold. Komm, wir nehmen noch mal mit. Du hast. Deine Robe kannst du behalten, Alter. Ich hätte mir mehr erhofft. Selbst das Skelett hat mehr. Selbst dieses Skelett hat mehr. Warte, da ist noch ein Skelett. Hast du auch was? Ja, Gold. Nice. Geil. Wir werden reich. Ich hätte alle Gold. Ja, ganz gut. Ich bin right behind you, mein Freund. So, jetzt dürfte gleich doch mal ein Kampf kommen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ich höre schon wieder Gegner. Also, das ist... Ja, für alle... Was hast du gerade schon gesagt? Alter! Junge! Au! Oh, hinter dir? Du Sackgesicht! So, der hat nicht mal. Ja, der hat Eisenpfeil, das ist nice. Ja, der hat doch bestimmt einen Bogen, oder? Ja, da hat er ihn. So, dann würde ich sagen. Mal gucken, ob dafür die Zeit noch bleibt oder ob er den schon killt. Langbogen ausrüsten. Ja, der steht leider im Weg, aber der andere. Putz! Sehr nice. Right through your head, my friend. So, ich möchte mich doch mal ganz gerne hier etwas umgucken. Der hatte nämlich auch noch was dabei. Der hat nämlich auch Bogen und Langgedöns. Eisenpfeile, meine ich. So, Helgen wird. Eigentlich storyline-technisch soweit, also wir erstmal vorab, wir haben nicht vor, das als 100% Run zu machen, sondern Any% Run. Nice. Und weil es ist ein umfangreiches Spiel, unfassbar umfangreich, genau gesagt. Wir werden natürlich gucken, dass wir uns auch auf die Missionen und auf die Story-Quests gut vorbereiten. Das wird natürlich auch. Bedeutet natürlich, dass wir auch Nebenquests machen, Gold farmen und so. Ja, aber auch die Nebenquests haben hier sehr schöne Stories, muss man sagen. Also wir haben auch selber noch gar nicht alles durchgespielt, sondern... Hier, komm, du bist mir zu lahmarschig. Ich bin... Hoppala. Du bist eingelaufen! Wo hab ich den Pfeil jetzt hingeschossen? Ich glaube, der ist irgendwo hin abgeprallt, aber wo? Keine Ahnung. Egal. So, ich will den Sack vorlaufen lassen, weil hier kommen jetzt gleich... Kommen hier schon die Spiders? Nee, das ist der Vorraum, stimmt. Ach, Mann. Ja. So, beim ersten Mal durchrennen bin ich jetzt hier natürlich auch einfach stumpf weitergerannt, dem Weg folgend. Aber ich habe mir das natürlich mittlerweile auch schon mal so ein bisschen dann angewöhnt zu erforschen. Und hier, oida, ein Zaubertrank und ein Skelett. Da ist natürlich wieder Gold dabei, was ich sehr nice finde. Und direkt daneben ein Geldbeutel. 10 Gold. So, da hinten müsste jetzt... der untere Durchgang sein von der Brücke, wo wir... Nee. Ja. Ja doch, die eingekracht ist, ne? Genau. Richtig, so. Dann gehen wir jetzt in der Story weiter. Also ich denke mal, wir werden so gucken, dass wir uns so ungefähr 40 Minuten vornehmen, eine Folge zu machen. Weil, wie gesagt, Skyrim ist umfangreich und man braucht auch schon ein bisschen... lol. Ein bisschen Zeit, um das so einzelne Kapitel oder auch Banditenlager abzuschließen. Ja, Dude, läufst du mal vor jetzt? Da sind Spinnen. Die sollst du abfangen, ich werde sie abschießen. Das finde ich ist eine gute Aufteilung. Leute, oh, voll daneben. Putz! Trevor versenkt. Okay, der hat schon alle erledigt.
Ganz meine Meinung. Ein Eisenpfeil war da drin. Ich nehme auch mal das Gift mit. Das kann uns später alles ganz schön bringen für Alchemie. Dude, danke. So. Hier war jetzt in dem Raum nichts. Wir haben uns schon vieles auch ausführlich mal durchgeguckt. Also seht euch mal die Details an. Die finde ich schon. Also wer das originale Skyrim ohne Mods mal gespielt hat, der wird es wahrscheinlich auch feststellen, aber die Beleuchtung ist wesentlich geiler, die Texturen an den Wänden, hier oben hängt noch ein Dude. Es ist einfach alles hammergeil gemacht. So. Man ist übrigens schneller, wenn man waffenlos durch die Gegend läuft. Das macht aber auch Sinn, würde ich mal so behaupten. Sonst will ich hier oben nochmal gucken, ob irgendwas ist. Ich glaube aber, hier war nichts. Skelette liegen da noch? Ja, aber das ist wieder so Deko. Ein Eisendolch, aber mehr brauchen wir ja nicht, ne? Wir haben schon ein Eisendolch. Sitz. Direkt vor uns ist ein Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht. Ich sehe sie. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ich will kurz die Perspektive wechseln. Wir schleichen hier wirklich mal ganz langsam vorbei. Ich schleiche doch. Fast da. Aber andererseits, so Bärenfell gibt schon ordentlich Geld. Na egal. So. Das war knapp. Ja, ich glaube du nicht. Wir haben eine andere Auffassung von knapp, aber naja. Also ich würde ganz gerne gleich noch vielleicht ein, zwei Sachen entdecken und dann nach Weißlauf gehen. Und ich denke, wenn wir dann in Weißlauf sind, können wir auch... da geht's raus! Dankeschön! Brolove. Da können wir auch die Folge erstmal beenden, den ersten Part, ne? Wie sind wir denn für eine Zeit her da? Das würde ich mal ganz gerne wissen. Wir sollten jetzt ungefähr bei 40 sein. Oh, okay. Ne, bei 35. 35, hab ich noch ein bisschen Zeit. Ja, ich warte. Worauf? Worauf warten wir? Kann ich nicht bestehen? Ich habe nichts gehört und nichts gesehen, aber naja, gut, du wirst schon wissen, was so ist. Es war wirklich Gerdur. Also, das kannst du auch mal ganz kurz erzählen, während ich hier weitergehe. Mit unserem Glück, mit den Verwandten von unseren Anfangsfreunden, sag ich jetzt mal. Also, die Sache ist, ich weiß nicht, ob das gescriptet ist oder einfach nur scheiß blöder Zufall, der uns, glaube ich, schon dreimal passiert ist. Die Verwandten in Flusswald von den Kerlen, egal ob man sich jetzt den Kaiserlichen oder den Sturmmänteln anschließt, die irgendwann kommt ein Drache. Also, die Drachen können überall auftauchen. Irgendwann kommt, bam, Drache. Und der verwüstet dann die halbe Stadt. Und was passiert? Die Verwandten, die sind bis jetzt eigentlich immer umgekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einfach nur ein blöder Zufall ist oder gescriptet, aber es ist irgendwo scheiße. Fuck. So. Wir können aufhören zu schleichen, würde ich behaupten. Bin ich hier noch richtig? Ja, da unten ist das Haus, da wollte ich lang, genau. So, also das mit dem Drachen war halt wirklich ärgerlich, weil die Scheiße ist einfach, dass man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht den Drachenschrei hat. Drachenschrei werden wir noch darauf eingehen, wenn es soweit ist in der Story, was das ist. Soll ich den da schießen? Ich weiß halt nicht, was es ist. Was bist du? Ich will jetzt mal wissen, was du bist. Hallo? Das ist Nord. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Du sollst mal aufpassen, was du sagst, ne? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen?
Ich will keinen Stress, aber ein bisschen Respekt vor mir, ja? Okay, alles klar. Gut, die alten Probleme mit uns. Kurs am Rüsten. So, ich glaube, ich bleib bei meinem Schwert. Bei der Bekleidung mit meinem Schild. Gut, das hab ich. Schnell links, schnell rechts, durchs Herz durch. So, erstmal eiskalt gezeigt, was passiert mit den Leuten, die uns irgendwie blöd kommen. Oh, Alter, der hat ein Eisenschild, das das Geld hält. Eisenbarre, nice. Ausdauer, Heilung, das bringt auch ordentlich Gold. Und der Rest ist eigentlich nur Gedöns, den wir so... So, was ich jetzt erstmal machen werde, ist, ich werde jetzt erstmal ein bisschen auf Favoritenliste setzen. Ich schätze mal, du möchtest ja ganz gern deine Kriegsachs möchtest du auch auf Favos haben, ne? Yep. Machen wir die doch mal. Zurück. Nicht die. Ja, genau. So, dann möchte ich das Schwert da gerne haben. Auf der Bekleidung natürlich dann noch das Schild. So, wenn wir jetzt im Spiel Q drücken. Können wir nämlich aus... Ach ja, jetzt wisst ihr, was ich vergessen habe. Natürlich das Wichtigste. Wo haben wir denn? Da unten. Der Bogen. Genau. So, Q drücken. Jetzt kann ich natürlich hier easy auf den Langbogen wechseln. Die 5 dahinter ist übrigens nicht die Pfeile, die wir haben, sondern die Anzahl der Bögen, ne? Richtig. Genau. So. Warum hast du 5 Bögen mit dir? Weil man es verkaufen kann. Und man braucht Geld. Genau. So, und was jetzt kommt, und das muss ich sagen, kritisiere ich ein bisschen bei der PC-Version. Falls ihr da einen Trick kennt, wie man das langsamer machen kann, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Auch ob unsere Tonaufnahme zu laut, zu leise ist, gerne in die Kommentare. Verdammt. Ja, 17 Stück haben wir übrig. Ne, warte runter, du sollst. Ja, ne? Oh, shit. Glaubst du, dass es irgendwo... Ich meine, mehr auf der rechten Seite. Ja, das sieht ja, das ist gut, das ist gut. Also, wenn ihr wisst, wie man... Kann man das, vielleicht so? Nee. Ja, okay. Wenn ihr wisst, wie man das Rad langsamer drehen kann, weil das geht bei der PlayStation mit den Control-Sticks wesentlich besser. Wir müssten hier mit dem Xbox-Controller zocken, was wir natürlich nicht haben. So, Perspektive. Alle mal Ruhe, denn hier ist jemand. Also. Ruhe. Bei. Wenn man hier zum ersten Mal reinkommt, wird man das nicht unbedingt direkt. So merken, aber hier ist ein Bandit und den müsste man sonst bekämpfen, aber das ist halt so viel einfacher, wenn man natürlich ihn erschießen kann. Schönen Kopfschuss. So, der hat hier Streithammer. Ja, komm, kann man verkaufen. Geld. Fellrüstung. Ja, brauchen wir nicht. Fell haben wir genug. Geiles Argument. So, am Anfang haben wir hier relativ viel mitgenommen und haben uns dann gefragt, warum man das nicht verkaufen kann. Der Grund ist ganz einfach, das ist nämlich gar nicht das Versteck des Banditen, sondern es ist das Haus von einem Jäger oder sowas, schätze ich mal, ne? Aber das Geld unten, konnte man das mitnehmen? Nee, das würde man auch stehlen. Hm. Ich will den armen Mann jetzt nicht beklauen, ich habe ihm gerade den Arsch gerettet, dass der Bandit ihm alles klaut, ne? Also, so ein bisschen Fairness, die Ahnen und die Dunmer, scheint ja so vielleicht sogar ein Dunmer zu sein, der hier wohnt. Dunmer sind Waldelfen. So, ich möchte noch mal ganz kurz die Perspektive wechseln. Und zwar gibt es hier ein Buch, von dem haben wir noch nicht die ganze Reihe, deswegen würden wir das gerne mitnehmen. Die Wolfskönigin. Ja, okay, ich stehe das. Gut, aber nur dieses eine Buch. Und dann verpisse ich mich ganz schnell.
So, wir öffnen das. Jetzt will ich noch ganz gerne einen Ort entdecken. Den kannst du nämlich dann in der nächsten Folge eigentlich ganz gerne mal clearen. Nee. Damit wir auch ein bisschen Ressourcen schon direkt haben. Ich wurde ein... Was hat mich entdeckt? Wahrscheinlich ein Tier hier in der Umgebung. So, wir gehen Richtung Weißlauf, ne? Das sind wir ja, genau. Also, es ist ein schönes Spiel. Es hat geile Mechanics. Es ist absolut spannend, auch von den Storys her. Da unten ist wieder ein Elch. Einfach mal ein bisschen die Schießkunst verfeinern. Putz! Sehr schön. Der war richtig nice, finde ich auch. Ich wurde wieder entdeckt. Ich weiß aber nicht von was. Ich schwöre dir, es kommen gleich wieder irgendwo Wölfe von hinten und greifen mich an und ich werde es hassen. Der hat Fell. Und Fleisch. Das ist nice. Essen auch in diesem Spiel hat eine sehr schöne Bedeutung, denn wenn man sich durch bestimmte Zutaten sich ein Gericht kocht, kann es verschiedene Effekte annehmen. Also nicht nur zum Beispiel die Gesundheit wieder auffrischen oder so, sondern auch zum Beispiel Magicka oder die Ausdauer wieder auffrischen. Und wir sind eine Stufe gerade auf. Das ist ganz geil. Also wir hatten uns da schon mal grob überlegt. Ich würde sagen, wir machen eine 2-1 Skillung. Also immer 2 Punkte Gesundheit und eine Ausdauer. Weil Ausdauer ist auch unglaublich wichtig, wenn man Bogenschützen macht, aber auch für Schwertkampf ist das natürlich wichtig. Worauf setzen wir denn mal als erstes? Als erstes würde ich direkt in die Schießkunst gehen, weil, wie gesagt... Schießkunst und Schleichkunst? Ich würde die Schießkunst sagen. Weil Schleichkunst sollten wir... da haben wir 6 Punkte mehr. Was zur Hölle? Enter! Danke! So, Bögen bewegen, 20% mehr Schaden. Ist... genehmigt. So, mit dem nächsten Punkt können wir das sogar noch mehr verstärken. Wir schleichen uns mal hier weiter voran, weil ich weiß, dass davor noch etwas ist, was uns wahrscheinlich gerade schon entdeckt hat. Ah ne, das ist ein Nee, was? Das ist ein Skiver. Achso. Skiver, tot. Headshot. Aber was für ein Headshot? Voll ins Auge. Ins Maul. Ins Maul? Ja. Das sah für mich gerade so ein bisschen ins Auge aus. Und der ist so freundlich, ich gebe ihm mein Eispfeil wieder, das ist nice. So, weil hier unten war doch irgendwo so ein Kultist, der mir sonst übelst gepflegt auf Keks geht. Kann aber auch sein, dass ich schon an dem vorbei bin. Liegt da was auf dem Baumstamm da? Da ist... Ah ne, das ist nur ein Becher. Ja, ich dachte, das wäre ein Erz oder so. Das brauchen wir nicht. Ah ja, doch, der war hier unten. Jetzt ist die Frage, welches unten? Ich blöd. Ah, da. Da oben. Ich sehe ihn halt gerade noch nicht. Ja, langsam voranschleichen. Ich glaube, es ist nicht er, der dich jetzt entdeckt hat. Bestimmt irgendwas anderes. Schwerer Novize, der holt erstmal einen Geisterwolf und ist tot. Und damit stirbt übrigens auch der Geisterwolf. Das Überrest, den ich jetzt hier gerade nicht finden kann. Also Beschwörer Novizen sind ganz gemeine Viech Zwergenöl, nice. Weil diese Penner dich eigentlich überall... Ist das besser als unsere? Ich weiß nicht. Nee, vom Effekt her war die Robe gleich, wie die wir am Anfang gefunden haben. Also Beschwörer werden euch auf jeden Fall immer angreifen. Dankeschön. Brauchen wir das nicht? Ich würde nicht sagen. Gut, dann... Bücher haben natürlich auch Gewicht und alles mitzunehmen ist blöd. Und es wird halt eine Weile dauern, bis wir quasi unsere Bude uns leisten können. Ich würde sagen, wir überziehen jetzt einfach mal den ersten Part, eben weil es der erste Part ist. Ich möchte ja wie gesagt noch was entdecken und dann nach Weißlauf. Die erste Stadt, in der wir wollen. Weil ihr seht jetzt da oben auf der Karte nämlich so einen Hammer und eine Sichel. Das ist das Symbol für eine Mine.
So, und jeder weiß, was man in der Mine findet. Genau, Eisenerz. Und andere Erz natürlich auch. Wir wollen ganz gerne uns auch wieder hier eine schöne Rüstung schmieden. Nicht nur, weil die schön ist, sondern weil die auch ganz gut für Close Combat ist und auch für generell Kampf. Das hier ist übrigens aber nur ein einfacher Fischer, Jäger. Dann fischst du mal weiter. Da sind wir auch schon mal zum Beispiel über das erste Erz gelaufen, haben aber zurzeit keine Spitzhacke, deswegen können wir es leider noch nicht abbauen. Gut. Genau, aber es kann sein, dass wir gleich hier auch schon Erz finden. Ich schleiche mal, wechsle nochmal in die andere Perspektive. So, wo war das jetzt? Ich glaube, das war hier drüben. Ich glaube, ich nähere mich wieder von oben gerade. Ja. Jo. So, ich muss wieder etwas beschleichen. Glutsch-Bittermine entdeckt. Also ihr hört es schon, hier ist ein Bandit in der Nähe. Muss nur gerade gucken, wo er ist. Da. Da ist er. Ja, dann lass mal die Spielchen. Das ist ein Ork. Ja, Gott. Ja, du hängst da, glaube ich, gerade so in den Stein. Alter Sack, ey. Junge. Der hat einen Streitkolben verloren sich gerade, Dietrich. Mein Eisenpfeil und Streitkolben nehmen wir auch mal mit. So, und jetzt möchte ich hier nämlich mal gucken. Ich bin mir fast 100% sicher, dass ich beim ersten Mal in dieser Mine hier irgendwo eine scheiß Spitzhacke gefunden habe. Die ich jetzt natürlich hier nicht finde, was mich übrigens aufregt. Egal, wir gehen jetzt nach Weißlauf, weil wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden. Flusswald, meinst du? Entschuldigung, Flusswald. Habe ich die ganze Zeit Weißlauf gesagt? Ich weiß gar nicht. Ein paar Mal. Ja gut, hab ich mich vertan. Weißlauf ist eigentlich so die Stadt, in der wir am häufigsten sind, aber stellen wir mal den Bogen weg, wir wollen ja niemanden einschüchtern. Wir gehen jetzt, wie schon gesagt, nach Flusswald. Ich komme sogar, glaube ich, gerade von der richtigen Seite, ne? So, mal ein bisschen gerannt. Und hier in Flusswald werden wir dann gleich auch speichern. Oder weißt du was? Ich werde mal hier vor Flusswald gleich speichern. Ich werde es noch eben entdecken, dass man auch reisen kann. Weil dann gebührt dir die nächste Folge. Ich habe jetzt noch sehr viel gemacht. So, Flusswald haben wir entdeckt. Würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal. So. Wir speichern das. Das war unser Testspielstand. Wir machen einen neuen Spielstand. So. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, liebe Freunde, wir beenden hier mal den Part. Gut. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste Folge Skyrim. wir würden das ganz gerne so weiter zocken. Ich mache nochmal ein bisschen Mucke. Okay, nein, leider, das ist zu laut. Ah! Also wir haben noch ein paar technische Komplikationen. Ja, ich übe mich gerade selber auch ein bisschen ein mit dem Open Broadcaster, weil ich das einfach beim letzten Mal so ein bisschen scheiße fand, dass ich extern alles so ein bisschen aufnehmen musste und dann erst noch zusammenschneiden musste. Das ist wesentlich angenehmer hier so, wenn man das macht. Wie gesagt, schreibt die Kommentare, wenn ihr Hinweise für uns habt, Wünsche habt, wo wir als nächstes hingehen sollen oder so. Wir werden uns das alles durchlesen und versuchen zu berücksichtigen. Und von meiner Seite aus wär's das. Fürs Erste von meiner Seite auch aus. Und ja, dann würde ich euch jetzt entlassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.